Vernetzung, Vernetzung, Vernetzung. Community, Netzwerken, Fachdidaktik. Ideen, Netzwerk, Austausch. Inspiration auf jeden Fall, Motivation, Vernetzung. Netzwerk. Innovativ. Neue Tools. Kritischer Zugang. Ja, guten Morgen. Als wir uns im April diese Location angeschaut haben, da schien die Sonne. Es war richtig, richtig heiß. Und unsere größte Sorge in Bezug auf die Veranstaltung war, wie schaffen wir das, dass in den Workshop-Räumen oben, wo die Sonne so richtig schön draufknallt, die Leute nicht wegschmilzen. Unser Plan ist ja auch fast aufgegangen bis gestern. Da fing es an, wie aus Eimern zu regnen. Ganz Berlin steht unter Wasser. Wir mussten noch umdisponieren. Referenten, Workshopgeber, die aus München anfliegen wollten, mussten wir auf andere Flieger buchen, damit wir überhaupt noch nach Berlin kommen konnten. Und insofern improvisieren wir ein bisschen heute. Und die Fächer sind dann vielleicht auch angesichts der niedrigeren Temperaturen weniger zum Fächern als vielleicht für... Es geht ja schließlich letztlich auch um Flip Classroom in verschiedenen Fächern, ne? Genau. Genau, in verschiedenen Fächern. Also nicht nur das Wetter verändert sich, unter den Bedingungen der Digitalisierung verändert sich auch die Gesellschaft. Schule und Unterricht verändern sich und insofern beschäftigen sich viele Schulen und auch die KMK gerade mit der Fragestellung, wie kann denn Schule heute gelingen? Was ist eine gute Schule im 21. Jahrhundert? Was ist guter Unterricht im 21. Jahrhundert? Und wie können wir das Lernen der Schülerinnen und Schüler auch mit digitalen Medien unterstützen? Und kann man dabei vielleicht den Unterricht wie den Fächer einfach umdrehen? Kann man Wissensvermittlung, Wissensaneignung aus dem Unterricht heraus verlagern nach Hause, damit man im Unterricht mehr Zeit hat, sich um den einzelnen Schüler zu kümmern, vielleicht ihn auch individuell zu fördern? Im Fokus der Veranstaltung soll aber der Unterricht stehen. Wie kann die Unterrichtsphase beim klassischen Flipped Classroom genutzt werden, vielleicht für eine intensivere individuelle Förderung? Was sind alternative Einsatzszenarien für die Methode? Und wie können die Schülerinnen und Schüler halt in ihren speziellen Bedürfnissen auch wahrgenommen und gefördert werden? Ja, vielleicht auch nochmal ein Hinweis von mir. Das ist ja keine normale Tagung hier, sondern wir haben auch die Konferenz im Flipped Classroom-Format angeboten. Die Referentinnen und Referenten haben kleine Aufgaben zur Vorbereitung online gestellt, sodass wir hier die Gelegenheit haben, tatsächlich intensiv zu arbeiten. Das heißt, in den Workshops gemeinsam Ideen zu entwickeln. Und da können Sie sich auch einbringen mit Ihren Ideen, Ihren Fragen, Ihren Wünschen, sodass Sie alle am Ende des Tages nach Hause gehen und mit einem guten Gefühl und neuen Erkenntnissen, vielen neuen Erkenntnissen, die auch für Sie und Ihren eigenen Unterricht relevant sind, nach Hause gehen können. Ich habe ganz viele neue Ideen gekriegt und jedes Mal bin ich wieder überrascht, wenn ich auf einem Netzwerktreffen war oder hier jetzt heute beim Convention. Ups, das kenne ich noch gar nicht. Das heißt, also die Möglichkeiten erweitern sich. Und was ich für mich gelernt habe, ich gucke meinen Unterricht anders an. Ich gucke manchmal noch stärker aus Sicht des Schülers. Was könnte den Schüler eigentlich dazu bringen? Ich hatte allerdings auch wunderbare Schüler, die mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht haben und sagen, wozu brauche ich das? Das heißt, ich kriege einen anderen Blick auf das, was ich unterrichte. Ja, bei mir ist das Gleiche. Also ganz viele neue Menschen kennengelernt, auch ganz viele kritische Stimmen. Das ist für mich immer ganz wichtig, aus der Konferenz ein bisschen aus der Filterblase rauszukommen und dann tatsächlich wieder neue Ideen zu gewinnen. Für mich war zum Beispiel das Wichtigste des heutigen Tages, dass ich mich jetzt dann wieder mehr mit Fachdidaktik in Kombination mit Flipped Classroom beschäftigen möchte. Ich glaube, da haben wir noch ein Riesenpotenzial, wo wir uns weiterentwickeln können. Für die Abschlussrunde haben wir uns überlegt gehabt, wir haben drei Workshop-Runden gehabt, wir haben heute Morgen die interaktive Fragerunde gehabt und das ist sehr viel Input. Wir werden auch langsam ein bisschen müde und daher haben wir uns gegen irgendein Format wie eine Fishbowl dergleichen entschieden und haben stattdessen uns mit der österreichischen Fachkompetenz für Improvisation zusammengesetzt. Und an diesen werde ich jetzt gleich übergeben. Christian Freisleben hat mit uns drei kleinere Aufgaben erarbeitet, wo Sie einfach jetzt nochmal so den Tag Revue passieren lassen, sich vielleicht nochmal über bestimmte Fragen, die jetzt aufgekommen sind, austauschen können. Wie das funktioniert, ich übergebe. Da gibt es aber vorher noch was ganz, was Wichtiges, weil die Julia Danke gesagt hat. Ich glaube, wem hier wirklich, wirklich Danke gebührt, sind die Organisatoren und Organisatorinnen dieser großartigen Convention. Einen großen Applaus. Also meine Hashtags, teach what you preach, das machen, was man im Unterricht macht, auch Workshops, Kommunikation und dann natürlich Kollaboration und Vernetzung, vor allem unter der Community, die ist geil hier.